Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ereignete sich auf der A45 kurz hinter der Anschlussstelle Willensdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines getunten Brabus Smart war in Richtung Dortmund unterwegs und verlor wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Er schoss von der linken Fahrspur quer über die rechte Fahrspur, landete im Graben, überschlug sich, mähte auf einer Länge von über 60 Metern Bäume und Sträucher nieder und kam dann, total zerstört, zum Stillstand. Der aus dem Kreis Recklinghausen stammende Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Unter notärztlicher Begleitung wurde der Schwerverletzte anschließend in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Vom Brabus Smart blieb nur noch Schrott übrig. Die A45 wurde in Richtung Dortmund zur Unfallaufnahme eine Stunde lang gesperrt. Am Stauende kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem aber nur Sachschaden entstand.